meine Damen und Herren, wir kommen zum Fundstück der Woche. Und das ist dieses Mal etwas, das betrifft etwas, das schon mehr junge Beziehungen auf die Probe gestellt hat als der erste gemeinsame Besuch bei den Eltern. Es ist das erste gemeinsame Rollo-Aufhängen. Das erste Rollo-Aufhängen ist ja so die Kür beim Möbelaufbau. Und deshalb liegt da auch gerne so ein kleiner Zettel dabei, der alles erklärt. Dies hier ist so ein Zettel. Und ich möchte den jetzt vortragen und ich schwöre zu Gott, ich habe keine Silbe verändert. Ich könnte das auch nicht. Überschrift: Die installieren Installation. Nehmen der zwei Haken aus von das Zubehorn-Paket, hangen getrennt li an das zwei Endes von die Aluminiumpfeife von die Gardine, dann machen das fest. Machen Zeichen an die Wand, gemappt die Pfeife lange wie die Form A. Zweitens, nehmen fort die Gardine, festmachen der Haken an die Wand an das Zeichen, gebrauchen die Schraube von des Zubehorn-Paket wie die Form B, also ein Rollo aus der Feldbusch-Kollektion. Drittens, festmachen der Haken, hangen die Gardine, ziehen wie die Form C. Ich zeige Ihnen mal diese lustigen kleinen Skizzen hier unten auch. Also da können Sie auch gar nichts drauf erkennen, die Form C. Ist auch nur ein Bleistiftstrich. Und viertens, nehmen fort die Gardine, flach machen wie die Form D, Schriftrolle wie die Form E, hangen die Gardine an der Haken wie die Form F. Meine Damen und Herren, wenn Ihre Beziehung diese Anleitung übersteht, dann können Sie auch Kinder kriegen.